Willkommen zurück zu Paper Mario. Und ja, wir gehen auf Rücken Rohling, ne? Dritte Sterne wieder gesammelt und geht zurück. Aber wir kommen wieder, keine Frage. Ja, irgendwann machen wir ein großes Backtracking, ne? Gern. Schöne Animation. Ja, du hättest noch einige Sachen, die wir uns anschauen können, ne? Oh, den Untergrund von Rohlingen gehen, einfach so ein paar Sachen kaputt machen. Und dann haben wir im Prinzip, ja, wir sollen eh im Ionentor, ne? Da kann ich auf dem Weg im Untergrund so ein paar Sachen öffnen. Ein großer Knopf irgendwie, ne? Wir gucken mal. Casino habe ich immer noch keinen Bock, fühle ich immer noch nicht, aber irgendwann, ne? Beim Backtracking oder so. Ah. Naja, komm, stimmt, das gibt's ja auch noch. Oh, Mario! Mario, ich weiß jetzt, was die Gangster planen. Gangster. Sie streben die Weltherrschaft an. Dafür wollen sie die Sternewielen finden und den legendären Schatz heben. Deshalb bitte ich dich, finde diese Sternewielen vor diesen Gangstern. Wenn ich wieder etwas erfahre, melde ich mich. Quietsch. Die Welt erobern? Was für eine Tragödie. Whatever. Ich geh mal einfach runter, so, ne? Kann man machen. Ich habe auch keine Bombe, ne? Da können wir jetzt hin. Ah, perfekt. Ja, ich würde gerne einfach nur absteigen. Danke. Okay, das Ding kann man natürlich nicht öffnen, ne? Und für die Tür hin. Düsterdorf. Das ist die nächste Welt. Das ist die nächste Welt. Okay, haben die schon mal gefunden. Wo wird die Röhre hin? Den Hintergrund, alles klar. Ja, Düsseldorf ist das nächste Level. Könnte man da jetzt echt schon hin, so ohne Kommentar? Nee, nee, das will natürlich das Feuer, ne? Dann nehmen wir natürlich mit, ne? Und dann gab es halt irgendwie noch auf dem Weg zum, zum Teleporter, ne? Und nach dem Teleporter kommt er dann auch. Wollte ich jetzt eigentlich nicht, so. Ach stimmt, die Röhre da unten, die führt ja zum, zum Keller. Oh. Ich bin Kravum, ein Bob-Omb aus Ofendorf. Luigi als Braut verkleidet, ist wirklich ein Witz. Er kann die Stöcke schon ja so gar nicht laufen. Die ganze Zeit war er total wackelig auf den Beinen, ständig gestolpert und in andere Leute reingerannt. Es ist meine Pflicht dafür zu sorgen, dass der Weg frei ist, sobald Luigi wieder ein Heil ist, herumherstarkt. Sonst passiert am Ende noch ein Unglück. Deshalb bleibe ich bei ihm. Der hasst ihn nicht, voll nett. Naja. Ich komme gerade aus dem schönen Ofendorf. Stell dir vor, da habe ich einen Teil des Wunderkompasses gefunden. Aber bei diesem Abenteuer habe ich wirklich Blut und Wasser geschwitzt. Soll ich dir davon erzählen? Es ist allerdings eine etwas längere Geschichte. Ja, hau raus. Also, das ist eine lange Geschichte. Ich komme im Kuchenland an und gehe direkt nach Ofendorf. Aber in Ofendorf stimmt etwas nicht, das merke ich sofort. Der Bürgermeister erzählt mir die Geschichte von Gigantula. Das ist eine riesige Spinne, die das Dorf bedroht. Gigantula verlangt ein Menschenopfer von den Dörflern. Gab es das irgendwie in RPG? Mosela, die Tochter des Bürgermeisters, soll geopfert werden. Natürlich sage ich sofort, ich werde das Monster besiegen. Das Opfer soll ein Brautkleid tragen, sagt man mir. Naja, also verkleide ich mich als Braut. Und in dieser Verkleidung mache ich mich auf den Weg. Und ich dringe also in das Versteck der Gigantula ein. Ich wünschte nur, ich hätte mich auch im Brautkleid gesehen. Ich stehe also vor der Gigantula und dann sehe ich es.
Das Biest hat einen Schwanz und einen Kopf. Aber ich habe natürlich keine Angst. Ich greife beide Köpfe an und dann ist es soweit. Als das Biest kontern will, weiche ich aus. Und die beiden Köpfe verschlingen sich gegenseitig. Das Monster frisst sich wirklich selber auf. Und dann erscheint auf einmal eine strahlende Platte. Ich habe schon wieder einen Teil des Kompasses gefunden. Oh Mann, ich bin so gut. Ich will sofort weiter, aber der Bürgermeister lässt mich nicht. Er will, dass ich seine Tochter zur Frau nehme. Gleich am nächsten Morgen verlasse ich das Dorf heimlich. Schließlich muss ich die Prinzessin Eclair retten. Nur eines gibt mir zu denken. Ich höre eine Stimme, wenn ich den Donnerkompass benutze. Eine klare Stimme, die mir zuflüstert. Ich denke, das ist die Stimme von Prinzessin Eclair. Ich bin richtig aufgeregt. Ich muss nur an die Prinzessin denken und dann, oh Junge, mein Abenteuer ist noch nicht vorbei. Und jetzt bin ich wieder hier in Rohlingen. Spannend. Gehen wir hier lang, ich guck gerade ein bisschen. Ich wäre so prinzipiell ganz taktisch als letztes erst, ne? Willkommen! Sag mal her, ouch. Tarnkappe, ouch. Sollte ordentlich doppelt kaufen übrigens, ne? Na, ja, gerade nicht. Aber ansonsten halt immer alles mögliche kaufen, ne? Ganz wichtig und richtig. Ja, ne? Autsch. Verdoppelt den Schaden den Gegner Marius zufügen. Das ist genau das, was ich haben will. Lieber, dass der Angriff von Marius Hammer steigt, ne? So mal was. Komm, wir machen mal KP Plus weg. Vom Vertrauen eh nicht. Wir haben Schaden und. Unteilbar Schaden, wenn ich wenig Leben habe. Ja, es gibt noch einige Geheimnisse, ne? Aber hier brauchen wir auch an einer Stelle das Boot. Na komm. Hi. Willkommen im Haus des großen Merlon. Für drei Insignien erhöhst du den Rang eines Freundes. Ja, Papis. Soll der Rang erhöht werden? Ja, bitte. Rangos Aufuß. Aufuß. Na komm. Wie hat. Okay, der hat mit auch geskippt, was er bekommen hat, Lo. Na gut, er hat 20 Leben. Okay, das war noch ein bisschen. Warum skippen die, was er freischaltet? Oh. Eierschlag. Ja, klingt nach einem Schussangriff, ne? So, Arbeitsamt. Ja, Arbeitsamt ist auch noch eine Sache, ne? Wir gucken mal, ne? Wie lange wir jetzt hier für die ganze Lammelei benötigen. Ich muss nur kurz schauen, was war hier nochmal? Hier war der andere Ordenhändler, ne? Angriffskraft deines Partners steigt, ja nie. Ach, Sparblüte klingt doch recht praktisch, so. Hi. Wie teuer war das nochmal? Insignia, das ist der falsche Händler. Gab's auch irgendwo jemanden, der mir mehr Glück gibt, so, ne? Für die Zukunft, doch keine Ahnung, wo der war. Na gut, dann halt nicht. War der? Ja gut, also ich will. Ja genau. Ah, ich kann ja durch, ne?
Jetzt möchte einerseits Richtung. Hier war genau, hier war der Teleporter. Aber Feuercode. Wobei, Feuercode. Sinnvoll. Ja doch. Jetzt einfach nur eine Abkürzung. Ja, ey, ne? Nehme ich. Nehme ich. Ich müsste jetzt erstmal eher nochmal kurz diesen Schlag üben, ne? Irgendwo muss links rechts wobbeln. Und wenn ich das hier reinstelle, kommt dann. Keine Ahnung, wie dann weitere. Kriegt irgendwie keinen neuen Teleporter so, ne? Keine Ahnung, verstehe ich gerade nicht, aber gut. Wollte ich nicht, bin in der Arena, ne? Oh nein! Da, wo bin ich? Ah ne, Quatsch! Bin ich nicht, alles gut. Alles gut, ich bin hier. Gut, dann wagen wir uns mal. Ach, schön. Kleine Abkürzung, gefällt mir. Ja, Düsterdorf. Das ist Düsterdorf. Auf der magischen Karte wurde die Lage eine Sterne, wie jetzt eingetragen. Da muss das vierte Sternenjuwel sein. Gehen wir jetzt zum Professor, der wird uns das erklären. Aber zuerst sollten wir ihm von der Prinzessin. Von der Prinzessinnen-Mail erzählen. Ja, guter Plan. Was? Die Kerle, die die Prinzessin entführt haben, wollen die Welt erobern. Ganz genau, und deshalb wollen. Ja, und deshalb wollen sie den Schatz krallen. Ha, die Situation ist also ernster als vermutet. Es ist nämlich so, ich habe erforscht, was diesen legendären Schatz betrifft. Und in einem der Bücher habe ich etwas Furchtbares darüber erfahren. Demzufolge enthält die Truhe in der Wahrheit den Grund für ein großes Desaster. Eben das Desaster, das vor langer Zeit die versunkene Stadt vernichtet hat. Und nun denken sie, sie könnten die Welt mit diesem Desaster erobern oder was? Ich weiß nichts Genaues, aber diese Möglichkeit muss man wohl in Betracht ziehen. Auf jeden Fall dürfen diese Kerle den Schatz nicht in die Hände bekommen. Wenn doch, wird auch diese Stadt, nein, vielleicht wird sogar die gesamte Welt untergehen. Okay, Professor, suchen wir also schnell das nächste Sternjuwel. Genau.
Lauter Karte ist das nächste Sternjuwel in Düsterdorf. Düsterdorf? Leider kann ich euch nichts Genaues darüber sagen. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein düsteres Dorf. Aber einen Moment. Also, in den Katakomben soll es eine Röhre geben. Ja, die habe ich schon gefunden. Sie muss genau unterhalb von Westland liegen. Wenn du sie nicht findest, sprich mich noch einmal an. Unterhalb von Westland, alles klar. Ja, die habe ich gefunden. Keine Sorge. Gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Für Arbeitsabend, Kupine. Mario, Kupi geht es jetzt auch gut. Kupi, ohne dich fühle ich mich so einsam. Kupi, in deinem Haus rief ich jetzt nach dir. Und auch wenn du da bist, fühlt es sich so leer an, wenn du verstehst. Naja, in letzter Zeit riecht es eigentlich mehr nach Kupador. So ein ganz komischer Geruch, bestimmt. Weil er so lange in Lomans Bauch war, ein letzter Mal Geruch. Aber ich gewöhne mich besser schnell daran, weil Kupador ja irgendwann auch mal mein Schwiegerpapa wird. Huch, habe ich das denn jetzt geschrieben? Ich schick's einfach ab. No. Unglaublicher Todeswurf, Leckless, der geschätzte Dauergast im Tautor zeigt gesteigertes Interesse an Wackelty. Bekannt der verwöhnten Köche. Naja, kommt von mir aus. Gefunden. Du hast mich zwar gefunden, aber jetzt bin ich an einem Ort namens Kristallpalast. Es war etwas kalt, aber man kann sich hier wirklich gut verstecken. Gefunden werden will ich nicht, aber irgendwer muss doch sehen, wie gut ich mich verstecken kann. Also stelle ich mich das vor. Also wenn du kannst, dann finde den unsichtbaren Koopan. Kristallpalast? Hm. Keine Ahnung. Lebensbild. Lebenspilz. Wo ist ein Lebenspilz? Ich habe kein Lebenspilz im Inventar, ne? Generell ist mein Inventar so ein bisschen ausgelaufen. Komm, gehen wir mal kurz zum Shop. Gucken mal, ob ich da was finde. Aber von dort können wir uns ja auch dann direkt runter teleportieren. Kein Lebenspilz. Irgendein Shop mit Lebenspilz haben, ne? Abholen. Hab, hast du denn irgendwas? Ultrapilz. Komm, nimm das mal mit. Wir hätten oben noch einen Ordenshop, ne? Hast du irgendeinen Orden noch für mich? Den Dressmann kann ich mir nicht kaufen. Lebenspilz. Irgendein Shop muss ein Lebenspilz haben, ne? Ich darf die Aufträge ja auch nicht ablehnen, ne? Abbrechen, weil dann gibt's Ärger. Danke. Könnte doch gleich den Falken im Auftrag von Tops Cobra noch annehmen. Ich komme direkt einfach mal hier im Shop, ne, weil der ist schneller erreicht. Wobei, die andere Röhre, die führt ja auch direkt in die Stadt rein. Tja, ne, jetzt braucht keiner mehr das Ticket, ne, jetzt könnte er einfach all die Röhre hier nehmen. Lebenspilz. Wenn ich keine Infos finde, ich kann ja auch nicht ablehnen, das ist ein bisschen kritisch. Na gut, ich kann ja verstehen, dass es hier keinen gibt, so. Hier gab es keinen Shop, ne? Kristallpalast. Kupio, werd schnell ein Mann, ja? Kupio, werd schnell ein Mann, ja? Okay.
Vier Knospen. Die waren in Paper Mario 1 wichtig. Ach du. So, Lebenspilz, bitte. Ich brauche einen Lebenspilz. Ja. Powerblock. Das kostet 8, das ist ein Wild. Das ist problematisch, ne? Wir müssen mal wieder gucken, wenn wir Lebenspilz haben, ne? Ah, das sind also mit irgendwo Lebenspilz herbekommen. Der einzige Möglichkeit ist nur, dass erfahrene Händler jetzt hier was verkauft. So. Wo sind die Röhre überhaupt hin? Frag ich mich gerade. Ah, hier vor dem Baum. Oh, was ist das denn? Was ist da hinten? Er hört die Lampe P um 5. Klingt gut. Wo komme ich hier weg? Wo komme ich hier weg? Hilfe, Hilfe. Da, stimmt. Sind immer die Ablaschen hier. Nicht runterfallen, weil das kostet Leben. Aber Problem, eine alte Frau braucht ein Lebenspilz. Toll, ich weiß nicht. Mann, warum hat denn keiner Lebenspilz? Was ist denn das? Ja, ne? Peschbo-Boomer, alte Frau, so, ich hab kein Lebenspilz. Hotel, ich hab einen Hotelgutschein. Ja, ne? Und ja. Dann gibt es in der Xbox auf jeden Fall keine Missionsdruck, Mann, ey. Dann, ja, es gibt auch noch Shops, ne? Die einfach mal, also jetzt einfach nur so, einfach was so einkaufen, ne? Einfach so ein bisschen Sachen einkaufen, ne? Es gibt in Westend noch einen Itemladen, ne? Der Itemladen in Westend. Hallo Penner. Wir werden auch ein Lebenspilz haben, so, ne? Oh Junge, ein Lebenspilz. Du bist ein Schatz. Was ist das hier überhaupt? Na komm, gönn. Lotto spielen. Na komm, ich spiele Lotto. Tata, jeden Tag eine neue Chance in der Tombola. Wie mein neues Los. Ach so, ich hätte mir kein neues Los kaufen müssen. Okay, okay, verstehe. Man kann die. Was ist jeden Tag? Echt Realtime Attack Tag oder Realtime Attack? Keine Ahnung. Meine Güte, haben wir es halt verschwendet. Ich hatte auch keine weiteren Aufregungen mehr, keinen Bock. Ganz ehrlich. Ein bisschen Anstand habe ich dann doch noch vor, keine Ahnung, euch oder so. Nee, eigentlich nicht. Aber mal guckt ja keiner, ne? Hehe. Ab da in die Röhre. Bäh, bäh.
Oh, da bin ich beruhigt. Du hast den Auftrag angenommen. In meinem Alter. Oh, wirklich ein Lebenspilz? Der kommt gerade noch rechtzeitig. Geht mir gleich besser, wenn ich diesen Pilz behalte. Bestimmt steinalt. Ich danke dir, Cabri. Hier deine Belohnung. Na, war 1:1. Ist okay. Hatte ich mein Leben? Habe ich den echt benutzt? Im Endeffekt kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, ich mach's gerade, Leute. Theoretisch haben wir noch Zeit. Aber nee, ich hab keinen Bock auf Aufträge, Lo. Ich lasse es jetzt einfach. Ich geh nochmal kurz in den Ordenshop gucken. Ob ich da einfach nochmal so ein bisschen was kaufe. Einfach nur des Kaufens willen vor allem. Da muss die Wahrsagerin. Keine Ahnung, wo die Wahrsagerin ist. Ne? Von daher lassen wir es auch einfach bleiben. Ja, weiß ich das? Keine Ahnung. Naja. Bringt eh nichts. Hier ist nicht der Ohrenshop. Da ist nur der Bomber Luigi. Luigi Bomber. Sieht eigentlich von meiner Gesundheit aus. Ich bin voll. 18 Ohrenpunkte. Im Paper Mario 1 konnten wir maximal 30 Ohrenpunkte haben, glaube ich. Mal gucken, ob es hier genauso ist. Wir würden jetzt keine doppelten Orden haben, ne? Also ich werde schon mal Orden und doppelt haben, ne? Ich glaube, es gab es in Paper Mario 1 auch, dass man Orden einfach doppelt hatte, ne? Aber wenn der schon im Besitz einsteht, ne, dann finde ich das so ein bisschen, ne. Ja, ne? Ich glaube, wir wollen uns noch einiges in Orden kaufen. Ich bin auch nicht klar, sorry. Ja, na, Sparblüte P. BP-Bedarf des Partners sinkt. Ja, passt soweit, denke ich mal, sage ich einfach mal. Was steht hier so? Bomber Luigi hat unvermittelt auf seinen Platz Champion. Das war eine Verschwendung auf seinen Champion-Platz. Bomber Luigi ist der Große, der könnte er sogar mit Dark Toadster aufnehmen. Wir können doch bestimmt gegen Dark Toadster mal kämpfen, ne? Das wäre cool. Kann ich irgendwo speichern? Tag 5 Freund. Ah, da hätten wir nicht speichern, stimmt, offenbar am Bahnhof. Tja, Leute, ne? Dann haben wir doch die Folge nochmal ganz gut gefüllt. Beim nächsten Mal geht's nach Düsterdorf. Ja, keine Ahnung. Außer ich hab nochmal Bock auf einen Missionseinschub, mal gucken. Aber das entscheide ich dann auch wieder spontan. Ihr kennt das. Danke fürs. Und bis zum nächsten Mal und ciao. Ich bin jetzt an Sie.